This is what Pharisees' eyes, the Pharisees' eyes. Das sind die Augen der Pharisäer. Sie schauen und gucken, wo sie richten können. They're only looking who is doing the sin, who is doing the sin, who is doing the sin, who is doing the sin. Sie schauen nur, wer sündigt, wer tut etwas, was nicht richtig ist. Hey, that is wrong. Stone her. Das ist falsch. Steinigt sie. That is not God. Aber so ist nicht Gott. This is like our police eye who is looking where, who parked the car in a wrong place, immediately tick, Straße, fine. Das ist so wie bei uns die Polizei, sie fährt an der Straße vorbei und guckt, wer nicht richtig parkt und sofort gibt es einen Zettel hinter die Scheibe. Yes. That is not God. So ist Gott nicht. We are in a different world. We are not in the kingdom of God. Wir sind nicht im Reich Gottes, wir sind in einer anderen Welt. Kingdom of God is a kingdom of love, mercy and compassion. Und das Reich Gottes ist ein Reich der Liebe, der Barmherzigkeit und der Freundschaft. Yes. So let us now focus a little bit more on kingdom of God. What is kingdom of God? Lasst uns unseren Blick ein bisschen mehr richten auf das, was ist das Reich Gottes? Was ist das Königreich Gottes? In fact, this is very important teaching Jesus said in Matthew chapter 6. Yeah, there we are already. Yes. Das ist eine sehr wichtige Lehre, die Jesus in Matthäus 6 sagt. Oh, it's looking at me. Wir haben das schon aufgeschlagen, das freut mich. Matthäus 6. 33. Matthew 6:33 must be by heart for all of you. What is it? Matthew 6:33 says, first seek the kingdom of God and its righteousness, rest all things will be added to you. Also dort steht euch, aber muss es zuerst um das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit gehen, dann wird euch alles andere dazugegeben werden. Say everybody louder, please. Das lesen wir noch einmal zusammen laut. Can you read in the Bible? Everybody read that text in your Bible and underline that, Matthew 6:33. Also wir lesen das noch einmal in unserer Bibel und wir streichen uns das dann auch an. Yes. Matthäus 6:33. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazu gegeben. This must be understood more deeply. Das müssen wir auch tiefer verstehen lernen. This shows a procedure of our Christian life, a procedure. Procedure means step by step. Also what should be first, what should be second, what should be third. Das ist ein Prozess, das tiefer zu verstehen. Schritt für Schritt. Yeah. What is the procedure? What is the first step? Was ist der erste Schritt in diesem Prozess, das zu verstehen? Seek the kingdom of God. Sucht das Reich Gottes. And then its righteousness. The kingdom of God has a righteousness. Und dann sucht die Gerechtigkeit. Das Reich Gottes hat eine Gerechtigkeit. Yeah. Kingdom of God and its righteousness. Sucht das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. That's the point. Das ist der Punkt. Seine Gerechtigkeit. Das ist sehr wichtig, you know, die Gerechtigkeit. Sometimes I am always in a hurry. As soon as I have a shower and get ready, then I have to immediately come 9 o'clock for track. So I suddenly put my shoes without putting the socks. I forgot. Manchmal bin ich in Eile, dann bin ich unter der Dusche und ich muss mich beeilen, weil um 9 Uhr ist Vortrag. Ich ziehe schnell meine Sachen an, ich mache meine Füße in die Schuhe und ich renne los, aber ich habe vergessen, meine Socken anzuziehen. Now can I put the socks after putting the shoe? Und kann ich die Socken anziehen, nachdem ich die Schuhe schon angezogen habe? It's good looking, very nice. So there is a procedure for everything. Also es gibt einen Prozess, eine Folge der Dinge für alles. I have to put first wear the inner before I wear the outer. Also ich muss erst den Socken anziehen, bevor ich den Strumpf darüber ziehe. Erst das Innere und dann das Äußere. The same way, for the spiritual life, there is a step-by-step procedure. Und so ist es auch in unserem geistlichen Leben. Da gibt es einen Prozess der Reihenfolge, der Schritt für Schritt. What you should know first, what you should know second, what you should know third.
Was sollten wir als erstes wissen? Was kommt als zweites und was ist das dritte? What is first? So Jesus is explaining this mystery. First thing you should know the kingdom of God. Und Jesus erklärt uns dieses Geheimnis. Er sagt, zuerst von allem soll es euch um das Reich Gottes gehen. And second is it's there is a special righteousness of the kingdom of God. Und das zweite ist seine Gerechtigkeit. Also es gibt eine eigene Gerechtigkeit im Reich Gottes. That is different than the righteousness of the world. Und diese Gerechtigkeit unterscheidet sich von der Gerechtigkeit, die in der Welt ist. I imagine Jesus is speaking this on the Sermon on Mount, so many sinners and people were there around him. And also many Pharisees were there. Und ich stelle mir vor, wie Jesus das sagt auf dem Berg und wie dort viele Menschen versammelt sind, viele Sünder, aber auch viele Pharisäer waren dabei. So his eyes are there. So these Pharisees, he is pointing out, these Pharisees have their own righteousness. That is not the righteousness of the kingdom of God. Und Jesus schaut alle Leute an und er sieht auch die Pharisäer und sagt zu ihnen, die Gerechtigkeit der Pharisäer ist nicht die Gerechtigkeit Gottes. Yes. So in just before this chapter 5:17-19 says 5:19. Und unmittelbar davor im 5. Kapitel Vers 19. There are three points there. Pay attention now. Everybody read that. There are three levels the kingdom of God, heaven. How can we enter the kingdom of God? Kingdom of heaven. There are three points he has mentioned there. Und auch da nennt uns Jesus drei Dinge, wie wir in das Reich Gottes eintreten können. Seid sehr aufmerksam und wir lesen das gemeinsam. It says, therefore, whoever breaks one of the least of this commandment and teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven. Wir lesen gemeinsam, wer auch nur eins von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. But whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the kingdom of heaven. Wer sie aber hält und halt und lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and the Pharisees, you will not enter into the kingdom of heaven. Darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Oh, this is very important. It's not easy to understand. Das ist nicht leicht zu verstehen, aber es ist sehr, sehr wichtig. But it begins with 17. Don't think that I have come to abolish the law. Und es fängt an mit Vers 17. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Because when we hear these last words, we think, hey, why he's telling that even if someone don't obey the law, they will enter into the kingdom of heaven. Hey, wenn wir nur den Schluss lesen, könnten wir denken, was sagt er da, dass jemand, der nicht das Gesetz beachtet, ins Reich Gottes kommen kann? That's what verse 17 says. 19 says. But he says, don't think that I have come to abolish the law or prophets. Das ist das, was Vers 19 sagt. Wer das eins von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen lehrt, wird im Himmelreich der Kleinste sein. Aber er ist gekommen, nicht um das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Yes. And he again says, Amen, I said to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of the letter will pass from the law. Und dann sagt er, Amen, das sage ich euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. So, we have to learn this more. Also wir müssen das noch mehr und tiefer lernen. So Jesus came not to abolish the law. Also Jesus ist nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen. But Jesus came with a much higher power. Even if someone don't obey the law, even if someone is in sin, Jesus take that sin upon him.
and take him in the kingdom of heaven. Aber Jesus ist mit einer noch größeren Macht und Kraft gekommen. Selbst wenn da jemand ist, der das Gesetz nicht beobachtet hat oder jemand, der in Sünden ist, dann kommt Jesus und nimmt diese Sünde auf sich und bringt den Menschen ins Reich Gottes. That is Jesus. So ist Jesus. You know, on that night when Jesus was, on that day when Jesus was crucified. Now pay attention everybody. Jetzt nochmal einmal Aufmerksamkeit. Kommt nochmal einmal hierher. An dem Abend, als Jesus gekreuzigt werden sollte. Or that day when Jesus was crucified. Oder an dem Tag, als Jesus gekreuzigt wurde. There was a man who was supposed to be crucified that day. Gab es noch einen anderen Mann, der an dem Tag gekreuzigt werden sollte? He was waiting in the prison. Er wartete schon im Gefängnis. Anytime he will be called and to be taken to the cross. Es konnte jeden Augenblick sein, dass er aus dem Gefängnis herausgerufen wurde, um ans Kreuz genagelt zu werden. And while in that death pain he was waiting in the prison. Und mit diesem Schmerz wartete dieser Mann im Gefängnis. Now he heard a voice. Dann hörte er eine Stimme. The jailer came. Die Soldaten kamen. Then he thought, oh, now it's over, I'm going to die. Und er dachte, jetzt ist meine Stunde gekommen, jetzt muss ich sterben. But the jailer came and said, Barabbas, you are now free. This is your freedom letter. You can go. Und der Soldat sagte, Barnabas, du bist jetzt frei. Das hier ist dein Freiheitsbrief. Du kannst gehen. Barabbas. Yes. He was shocked. Er war geschockt. What? Was? Are you joking? Machst du einen Witz? I am supposed to be hanged to death. Ich bin verurteilt, um ans Kreuz gehängt zu werden. I am a great sinner. Ich bin ein großer Sünder. I have done many murders. Ich habe viele Menschen umgebracht. And I have been condemned to die on the cross. Und ich bin dazu verdammt, am Kreuz zu sterben. Cross is the greatest punishment. Das Kreuz ist eine Kreuzigung ist die größte Bestrafung. How can it be removed from me? Warum kann das von mir weggenommen werden? See, it is your name and you have been given free. Come on. Und der Soldat zeigt ihm den Zettel und sagt, hier, das ist dein Name, du bist frei, komm raus. But how this can happen? Aber wie kann das passieren? I tell you, soldiers. Ich sag es euch. Look at that mountain. Schaut auf den Berg. Don't you see three crosses there? Siehst du auf dem Berg nicht drei Kreuze? Both sides. Those crosses are your friends. An den beiden Kreuzen außen hängen deine beiden Freunde. You are supposed to be hanged on the middle cross. Du warst eigentlich ausgewählt, an dem Kreuz in der Mitte zu hängen. But somebody else took your sin and your punishment and set you free. Aber jemand anders hat deine Sünde und deine Bestrafung auf sich genommen und dich freigekauft. What? Somebody took my sins? Was? Jemand hat meine Sünde auf sich genommen? Who is that? Wer ist dieser? He took my punishment too? Hat er meine Bestrafung auf sich genommen? Who is that? Wer ist das? That is Jesus of Nazareth. Es ist Jesus von Nazareth. Oh, Jesus! Oh Jesus. Now he kept on going to tell everybody, Jesus saved me from my sins and my punishment. Und dann ist Barabbas losgegangen und hat allen erzählt, Jesus hat mich erlöst von all meinen Sünden und meiner Strafe. Is this happened or not? Ist das passiert, ja oder nein? That is what Jesus came for. Dafür ist Jesus gekommen. We are all Barabbas, but we are not caught. Wir sind alle Barabbas, aber wir sind nicht Gott. We are not caught in the prison. We are not found out by the police. Or wir sind alle ein Barabbas, aber wir sind nicht gefangen genommen. Die Polizei hat uns nicht gefunden. Unsere Sünde ist versteckt. Yes or no? Ist das so? Yes. Let us close our eyes and thank God for this mystery of salvation. Lassen wir unsere Augen geschlossen und danken wir Gott für dieses Geheimnis der Erlösung. God has sent his son
save us means to take away our sin upon him and the punishment upon him. Gott hat uns seinen Sohn gesandt, um uns zu erlösen. Das heißt, dass er alle unsere Sünde und unsere Bestrafung auf sich genommen hat. Oh Holy Spirit. Oh Heiliger Geist. Help us to understand the mystery of the Christian life. Hilf uns, die Geheimnisse des christlichen Lebens zu verstehen. We are much greater. We are children of God. Wir sind Kinder Gottes. Sende deinen Geist.